Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Wir stehen weiterhin vor dieser Türe, die wir jetzt mit unserem coolen Boomerang aufmachen. Sehr gut. Und jetzt geht's hier. Bin ich richtig? Ja, oder? Oh no. Oh no. Oh no, oh no, oh no. Ah, warte. Visier an. Visier doch an. Oh Gott. Oh no. Oh no. Oh, da, da. Die Framerate. Ah! Ah! Warte. Oh, das war krass. Warte, ich muss mir das Herz holen. Oh, das war's schon. Ach so. Das war's schon. Kein Problem. Da ist unser Schatz. Den hatten wir auf der Karte gesehen. Flop. Nee. Nee, nee. Nee, 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 nee. Das könnt ihr vergessen. Hey, hör auf wegzulaufen! Jetzt haben wir ihn. So, wir gucken nochmal nach einem Herz. Also ich hoffe auf ein kleines Herzchen hier noch drin. Ich weiß nicht, das sieht so ein bisschen vertrocknet aus, das Gras. Ich hoffe, hier finde ich trotzdem was. Wir hatten einen Rubin gefunden. Das heißt, es ist doch machbar, vielleicht ein Herz hier drin zu finden. Von den Bäumen kriegt man auch nichts, gell? Hm. Wir sind hier vom Bossraum, Leute. Hier muss doch ein Herz für mich drin sein. Na gut. Wir starten mit mehr Herzen, als ich dachte, sagen wir mal so. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal gut. Okay, gut. Wir haben es versucht. Her mit dem Schatz. Ja, noch ein Glücksamulett. Wuhuhu. Ja. Was auch immer. Rettet mich das vorm Tod oder so vielleicht sogar? Ist mir jetzt so gerade in den Sinn gekommen. Kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen. Die muss man wahrscheinlich irgendwie irgendwo abgeben einfach oder so. Na gut. Na, sind wir hier richtig? Ja, ne? Ja. Da ist der Bossraum. Da, guck mal, da haben wir noch so einen Eimer. Sehr gut. Können wir das da oben... Ah, so mit Feuer... Ah ja, guck mal. Mit Feuer kriegen wir das kaputt. Hätte ich das mal vorher gemacht, aber halb so wild. Das hat uns jetzt nicht so viel Zeit gekostet. So, und das bringt uns auch nichts, ne? Oh! Doch. Was auch immer. Ah ja, doch, das heilt uns. Oh no. Oh no. What did I do? Oh no. Nein, wieso seid ihr da drin? Das Spiel hasst mich. Ah! Ah! Wartet, wartet. Ich muss mich... Ah! Okay. Okay, wir machen schnell. Gehen schnell rein. Sehr gut. Und gucken mal, was da auf uns wartet. Das klingt irgendwie... eine Riesenblume. Okay. Wir kommen dich retten. Geh doch da raus. Wieso sitzt du da? Boah, bist du ein hübsches Blümchen. No! Der passt doch gar nicht da durch den Stängel. Wo ist er hin? Ist das eine Zauberblume? Na gut. Da brauchen wir doch bestimmt unseren tollen Boomerang. Wir brauchen bestimmt nochmal das, was wir Neues bekommen haben. Wir müssen die runterklatschen mit unserem Boomerang. Okay, das kriege ich hin. Wartet mal ab. Oh Gott. Ja, warte, warte. Oh Gott, please. Wieso? Die wachsen die nach? Muss ich das irgendwie schnell machen? Die wachsen nicht nach, ne? Okay, wir müssen einmal drumherum. Ihr könnt mir gar nichts. Ich bin viel schneller als ihr. Wir haben es fast. Wir haben es fast. Zwei Stück der Orbe. Fall. Okay, und jetzt hin, hin, hin. Oh Gott, wo bin ich? Okay. Das ist doch kein Problem, der Kampf, oder? Den habe ich verstanden. Und wenn ich einmal ausgespuckt, da kriege ich... Nee, da, doch, da kriege ich ein Herzschaden. Oh,
Shoot. Grab the boo! Oh my god. Da. Nee. Das könnt ihr vergessen. Das haben wir. Ja, sehr geil. Und hin. Hau drauf. Ich habe keine Ahnung, wie oft wir das machen müssen. Normalerweise in Spielen immer dreimal, ne? Oh! Woher soll ich wissen, wo die Dinger landen? Scheiße! Jetzt will ich zu viel. Ich bin greedy. Nein! Don't be greedy. Okay. Oh shit. Wow. Es ging ebenso einfach alles. Oh nein, die sind wieder da. Ich war zu langsam, oder? Eieieiei. We did it. Jetzt. Haben wir es? Ja? Geil. We did it. Ich bin ein bisschen stolz, ne? Müsst ihr schon zugeben? Aber ich bin immer stolz auf mich. Ja, guck mal, wie Links sich freut. Genauso freue ich mich auch gerade. Nehme ich auf? Habe ich Ton? Ja. Erstmal kontrollieren. Gib mir mein Herz. Oh, guck mal. Weißt du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was, ein Dekublatt? Aber ja doch, heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden, wir müssen schnell von hier entkommen. Einen Herzcontainer. Ein Herz mehr für mich. I'm so happy. Der folgt uns jetzt, oder was? Was anderes haben wir hier in der Menne? Wir können einfach gehen. Sehr praktisch mit diesem zaubernden Windstrudel. Und da kommt er uns hinterher. Sehr gut. Yay, sehen wir jetzt die coole Zeremonie. Oh, Makoros, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir so leid, Dekubaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Makoros. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Link, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Da schüttelt er sein Krönchen. Wow! Guck mal, unser zweiter Dragon Ball. Ja! Du hast Faroris Dämond erhalten. Du hast ihn vom Dekubaum, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Dämon dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makoros, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Ach, wie süß, nein. Werter Freund Link, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest an dem Konzert Gefallen. Ich lieb's. Oh mein Gott. Ja!
Oh, das ist schön. Oh, sie singen. Das war wundervoll. Oh. Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl! Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ja, da fliegen sie los. Guck mal. Hui. Das war schön. Ah! Ah! Und du bleibst hier? Ich danke dir wirklich für alles, Link. Wie hat dir das Konzert gefallen? Wie war mein Spiel? Dieses Instrument hat mir der Dekobaum geschenkt, als ich geboren wurde. Es scheint früher einem Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis ich gut war, wie ich es jetzt bin. Unsere anderen 8 Freunde haben sich alle auf Reisen begeben, um neue Wälder zu züchten. Aber ich und der Alchemist Pajenus bleiben auf dieser Insel. Du bist uns jederzeit willkommen. Ich würde mich sehr freuen. Oh, wartet. Da hat er wieder was gesagt, was ich schon längst vergessen hatte. Wo müssen wir denn? Warte mal. Wo war das denn? Ich finde den Weg. Wir konnten hier irgendwo hin, ne? Wisst ihr auch. Könnt ihr euch erinnern? War das einfach hier? Das war einfach hier, ne? Einfach ein bisschen doof manchmal. Das war einfach hier. Upsala. So, können wir denn jetzt hier mittlerweile... Was machen? Ah, hallo. Oh, ich danke dir wirklich vielmals, dass du Markorus gerettet hast, werter Freund. Mein Name ist Pajenus und ich habe mich ganz der Herstellung von allerlei Tränken aus Früchten des Waldes verschrieben. Ich wünschte, ich könnte dir einen nützlichen Trank schenken, aber... Leider habe ich hier nur Tränke, die ausschließlich bei Crocs Wirkung zeigen. Halt, da fällt mir was ein. Sobald du dir magische Energie angeeignet hast, werter Freund, wirst du sicherlich einen Trank brauchen, um diese bei Zeiten wieder aufzufrischen. So einen kann ich dir gewiss brauen, vorausgesetzt, ich habe die nötigen Ingredienzien. Versteht sich. Deutsches Wort, ne? Ingredients. Mann. Tja, der Haken ist nur, dass es in diesem Wald leider keine der Ingredienzen gibt, die man zur Herstellung eines solchen Tranks braucht. Hätte ich allerdings die Samen dieser dämonischen Pflanzen, die zuhauf im verbotenen Hain wachsen, sähe die Sache schon wieder ganz anders aus. Kannst du mir folgen, werter Freund? Ja, kann ich da jetzt irgendwie hoch, bitte? Oder kann ich die hier irgendwie... Oh, ich habe gerade einen ganz doofen Frosch im Hals. Wie mache ich das denn? Kann ich die dir geben einfach? Ah ja, übrigens, konntest du ein paar Planta Grandasamen bekommen? Ach so, okay, wir müssen ihm die zeigen. I see. Ach so, ja, die hier, ne? Da. Oh, heilige Wurzelknolle, das ist doch ein Planta Grandasamen. Das ist es. Genau das benötige ich, um dir einen Trank zu brauen, mit dem du deine magische Energie wieder auffrischen kannst, werter Freund. Schön, dann nehme ich jetzt diese 4 Planta Grandasamen und braue dir daraus einen Trank, der deine magische Energie wieder... Okay, wir brauchen 4 Stück pro Trank. Bitte gedulde dich ein klein wenig. Er geht da hoch, okay. Ich darf da gar nicht hoch. Er muss das machen. Das heißt, wir können 2 Stück brauen. Günsterkraut und Haselbusch, husch! Hat er sehr schön gemacht. Tada! Die laufen so süß, ne? Puh, fertig ist der Trank. Hier, bitte nimm ihn an dich. Ja, ein blaues Elixier. Okay. Hey,
wenn du wieder mal Planta Grandasam hast, dann bring sie doch zu mir, bitte. Ich helfe dir gerne. So, wir haben jetzt aber... Oh, das... Ich drück immer die falschen Tasten, du. Ich sag's euch. So. Genau, wir haben jetzt hier das Blaue, ne? Wir haben aber keine weitere Flasche. Ich glaube, deswegen können wir kein weiteres machen, weil wir nur eine Flasche haben. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Ich glaube, wir bräuchten mehr Flaschen dann dafür. Aber gut. Dann haben wir es hier, glaube ich. Wir können es ausprobieren. Warte, wir können es ausprobieren. Okay, es bedarf einer Flasche. Okay, gut. Gut, gut. Dann haben wir jetzt ein blaues Getränk und sind hier durch, ne? Wie komme ich nochmal zurück? Von wo kam ich? Vom Wasser aus, ne? Oder? Nee, von da. Kam ich von da? Von da. Von da komme ich her. Aber vom Wasser aus. Genau, das hatte ich richtig in Erinnerung. So. We did it. Jetzt können wir uns einfach fortspülen lassen. Oh. Das macht Spaß. Ui. Kennt jemand noch das damalige Pokémon Snap? Und kennt ihr noch die Map mit dem Wasserfall? Manchmal bin ich die nur gefahren, um den Wasserfall runterzurutschen und es hat so viel Spaß gemacht. So, das hat mir nicht so viel gebracht. Oh, was ist denn hier los? Guten Abend, ich habe Post für Sie. Hier ist Ihr erster Brief. Lieber Link, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Krieg ich eine Flasche? Ein Herzteil! Oh, du hast ein Herzteil gefunden. Zwei da hinten, noch zwei im Sinn. Also finde noch zwei, dann erhöht sich deine Energie um eins. Oh, cool. Ich finde es schön, dass der Briefkasten uns sagt, wir sollen an den Briefkasten gehen, wenn er wackelt. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, was ist, wenn ich da nicht hingegangen wäre und das ignoriert hätte, dass er wackelt? Dann hätte ich nie erfahren, dass ich an den Briefkasten gehen muss, wenn er wackelt. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder zu erstarken, wieder erstarken zu lassen. Link, der letzte Dämon verbirgt sich nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit und setze sofort Kurs. Nordwestlich, okay. Wie ging das nochmal? Ach so, warte. Okay, ich hab's mir gemerkt. Muss man sich das merken, die Lieder? Oder kann ich die irgendwo nachschlagen? Weiß ich jetzt gar nicht. Nordwesten, also hier. So, ich kann bestimmt auf meine Karte gucken. Ah ja. Wir sind hier, genau, und wir müssen nach da. So ein Kreuz und quer fahren wir da rum, ne? Sehr schön, hupsala. So, wo weht der Wind? Wo ist Norden? Nordwesten. Da lang? Nee, das war Nordosten. Das ist hier Nordwesten. Da lang. Richtig? Warte, stopp, halt. Richtig, halbwegs. Aber da hinten ist wahrscheinlich dann die Insel, zu der wir müssen, ne? Sehr gut. Wo sind wir denn jetzt hier? Was ist das? Ist das so eine Urlaubsinsel? Komme ich hier irgendwie, warte mal. Komme ich hier hoch? Ich komme doch sicher hier hoch, oder? Was ist das hier für eine Insel? Wieso läuft bei mir keine Musik mehr? Alles ist mysteriös. Das ist doch eine Urlaubsinsel. Guck doch mal, wie süß.
Wer wohnt hier? Das werden wir vielleicht erfahren. Was ist das hier? Oh, das Bild da an der Tür, ne? Das hier ist die Villa der ehrenhaften und bezaubernd schönen Madame Marie. Lehrerin in Portemonnaie. Unbefugnis der Zutritt strengstens untersagt. Der Verwalter. Ach, guck mal. Hier wohnt die hübsche Lehrerin. Also die süße Lehrerin. Sind das Fallen? Nee, ne? Sieht nur so aus. Oh nein, es kommt ein Gewitterchen auf. Oh, das ist nicht so gut. Aber ich darf hier nicht reingehen, ja? Nehme er seinen schmutzigen Finger von meiner Klinke, der unverfrorene Lümmel. Dieses Anwesen darf nur meine ehrenwerte Herren betreten. Hinfort mit ihm. Er ist hier nicht willkommen. Ja gut, das habe ich mir gedacht. Oh, es regnet. Oh, schön. Oh, so schön. Guck doch mal. Ich will... Oh. Okay, vielen Dank. Was ist... Oh, du hast hier einen Baum gepflanzt. Oh, kleiner, mickriger Baum. Hi. Lange nicht mehr gesehen, werter Freund. Wie ist es dir ergangen? Ich bin auf diese Insel gekommen, um die Saat des Dekobaumes zu sehen, aber... Sie selbst. Normalerweise schießen die tantopischen Bäume nur so in die Höhe, doch wie du sehen kannst, ist da völlig verdorrt. Ich befürchte, die tantopischen Bäume meiner Freunde sind ebenfalls verdorrt. Aus irgendeinem Grund scheinen die tantopischen Bäume aus der diesjährigen Saat nicht zu wachsen, sondern alle zu verdorren. Was sollen wir bloß machen? Wenn es uns nicht gelingt, die Bäume zum Wachsen zu bringen, dann wird der Dekobaum verdorren. Oh, wenn ich nur Wasser aus Tantopia hätte, dann könnte ich damit vielleicht diesen Baum hier retten. Das Wasser dort ist nämlich der Quell des Lebens für den Dekobaum. Werter Freund, bitte bring mir Wasser aus dem Wald Tantopias und ich beträufle damit diesen tantopischen Baum. Ich bitte dich wirklich inständig. Kann ich mir Markierungen auf der Karte machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Wird uns das hier überhaupt... Können wir hier irgendwie reinzoomen? Ja, ne? Oh, gibt's hier einen Fisch vielleicht um die Insel rum, den ich noch nicht gesehen habe? Ein Fisch wäre jetzt gut, ne? Hallo, ist ein Fisch da? Wer ist da? Warte mal. Dich habe ich aber jetzt voll übersehen. Stand der da schon die ganze Zeit? Da ist der Fisch. Okay, wir haben den Fisch gefunden. Hallo, wer bist du denn? Bist du der Verwalter? Nee, oder? Potzblitz, eine Möwe, zwei Möwen, so viele Möwen, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, danke. Voll nett von dir. Upsala. Ah, wir haben wieder Musik. Ist das jetzt nur, weil wir Nacht haben? So, ich will gern zu dem Fischi, weil der mir bestimmt eine Markierung auf der Karte macht. Oder sehe ich richtig? Wir machen es mal jetzt. X. So, kommen Sie her, erzählen Sie mir mehr. Hey Jungchen, ich weiß Bescheid über dich. Du hättest die Region hier gerne auf deine SE-Karte eingezeichnet und dazu noch eine nützliche Information, was? Na dann falte doch erstmal deine SE-Karte auf. Ich wünschte, die Information würde da dabei stehen. Das fände ich nett. Da müsste ich nicht jedes Mal wieder dahin. Jungchen, schon mal was vom goldenen Dreifuß gehört? War wohl irgendein Piratenkapitän. Jedenfalls soll sein Schatz hier auf dieser Insel versteckt sein. Wenn du scharf darauf bist, dann solltest du dich da drin mal... Als, was? Dann solltest du dich da drin mal aufs Gewissenshafteste umsehen. Und zwar von der Decke bis in die Parkettritzen. Das wär's soweit von mir. Falls du die Information noch einmal hören willst, musst du schon eine zweite Portion vorher springen lassen. Okay. Da muss ich mich aber mit der Lehrerin einfreunden oder wie oder was? Niemandsland. Interessant. Na gut. Wir segeln weiter. Wir sind richtig, ne? Okay. Na, oh, guckt mal. Die Möwen. Sehr süß. Oh Mann, das ist so süß gemacht. Muss ich hier hin?
Ich weiß es nicht. Sieht nicht so ganz so aus, ne? Ich glaube, ich bin falsch. Aber wo muss ich denn hin? Das ist nicht richtig. Wartet. Wir fahren einmal drumherum und wieder raus. Oh, das ist gar nicht so einfach. Wir schaffen es. Wir schaffen es hier raus und dann drehen wir. Aber laut der Karte sind wir fast da. Oh no. Bitte schieß nicht auf uns. Wir fahren in die andere Richtung. Da ist ja eine Kiste. Aber laut Map sind wir quasi da. Müssen wir hier hinten rum? Wo bin ich? Guckt euch das an. Nee, ist noch ein Stück, ne? Ist noch ein Stück. Ich war voll falsch. Okay. Da sind wir. Oh, es regnet. Land in Sicht. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Ich, Tusk? Was ist hier nur geschehen? Die Insel. Sind wir zu spät? Ich hatte mit dem Schlimmsten gerechnet, aber dies übertrifft gar noch meine kühnsten Befürchtungen. Auf dieser Insel lebte Jabo, der Hüter des Wassers. Aber so, wie sich die Dinge darstellen, können wir nun nur mehr wagen. Hey, Link! Wer ruft da? Ah! Der Postbotenvogel, Orni. Hallo. Hier bist du also. Ich habe nach dir gesucht. Du suchst doch Jabo, den Hüter, oder? Nun, bedauerlicherweise wirst du ihn hier aber nicht finden. Wirklich ein furchtbarer Anblick. Alles liegt in Trümmern. Das waren sicherlich diese Ungeheuer aus der verwunschenen Bastion. Aber keine Angst. Sie hatten es zwar auf Jabu abgesehen, aber er konnte an einen sicheren Ort fliehen, bevor der Angriff auf diese Insel hier begann. Du wirst ganz schön überrascht sein, wenn ich dir sage, wohin er geflohen ist. Auf deine Heimatinsel! Nach Präludien! Oha. Aber selbst wenn du nach Präludien fährst, wirst du Jabu nicht treffen können. Die Höhle, in der Jabu sich versteckte... Ich weiß nicht, ob Jabu? Wollen wir Jabu sagen? Die Höhle, in der Jabu sich versteckt hält, wird von einer schweren Steinplatte blockiert. Sie macht es unmöglich, von außen hineinzugelangen. Nicht einmal die Piraten waren in der Lage dazu. Verzeih mir, Link. Ich dachte, die Piraten wüssten, wo du dich aufhältst, also habe ich ihnen leichtsinnigerweise alles erzählt. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber sie sind sofort nach Präludien aufgebrochen und haben versucht, selber in die Höhle zu gelangen. Letzten Endes war es ihnen aber nicht möglich, die Höhle zu betreten und so fuhren sie nach Portemonnaie. Willst du Jabu treffen, dann solltest du die Piraten in Portemonnaie im Auge behalten. Irgendwie eine unheimliche Insel. Draußen auf See scheint die Sonne, aber hier hängen diese schwarzen Wolken und es regnet unaufhörlich. Da fällt mir ein, Valu, der mich bat, diese Geschichte an dich heranzutragen, sprach davon, dass diese Insel verflucht sei. Du solltest dich hier nicht allzu lange aufhalten. Jedenfalls habe ich dir die Sache mit Jabu berichtet. Okay, aber wir dürfen uns hier umgucken, oder? Ich würde sagen, wir gucken uns hier um, aber natürlich erst in der nächsten Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.